Pinguine Fotzbärchens und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Durch die Nacht. Ich stehe hier vor der Friedhofsmauer, ne? Aber muss ja weitergehen. Ich melde mich später. Jetzt kommt erstmal das Intro, ne? Zuckert Verspätung, dann können wir noch Ping machen, ne? So, aber worum geht's heute eigentlich? Heute hatte ich mir eigentlich vorgenommen, gar nicht zu filmen, aber ich dachte, nimm die Kamera mal mit, vielleicht passiert ja irgendwas. Heute ist eigentlich, ja, was heißt langweilig, aber eher unspektakulär. Da mache ich einfach nur Musik, lege ich ein bisschen Musik auf, ein Blackend und ja. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Stargast, den wir vor die Kamera zerren können, ob man nun will oder nicht. Bleibt abzuwarten, keine Ahnung, was passiert. Auf jeden Fall wird das heute nicht so die actionreiche Folge. Ich stimme euch nur schon mal im Vorfeld drauf ein. Nicht, dass ihr dann nachher sagt, ist aber langweilig, Diabo und bla bla bla. Aber ist ja auch egal. Jetzt warten wir erstmal auf den Zug und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Blackhead mal wieder, ne? Aber ich habe ja gesagt, das wird heute keine überraschend große Folge. Es hat auch noch mal der Sommer zugeschlagen. Wir haben tatsächlich 33 Grad und keine Ahnung, jetzt bestimmt noch mindestens 25 Grad. Es ist ätzend heiß und jetzt hier den Weg hoch, ich muss mich echt abkämpfen. Aber egal, jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann sprechen wir nachher noch mal mit den Leuten. Machen wir ein bisschen Gormen ist das Tresentalk oder so eine Scheiße. Action passiert nicht, aber ein Ping können wir machen, ne? Ich bin wieder da. Hans Laser, Jens Lamp. Heute mit Laser-Pope-T-Shirt. Ja. Ja. Man muss ja auch supporten, ne? Ja, natürlich, immer. Ja. Hatte ich letztes Wochenende auf dem Tourrock. Das hast du sowieso öfters an. Ja, hab ich echt. Ja, also ich sehe dich öfter damit auf Instagram. Ja, ich finde das schön. Ja, ist auch sehr schön. Ist auch sehr schön. Was für ein Dummgelaber. Ist ja so, nicht schlimm, dafür sind wir ja hier. Hans Laser Alien Slam. So, Platte, gibt's Fortschritte? Ja, zwei Songs fehlen noch. Und dann seid ihr fertig tatsächlich? Ja, dann sind wir, also da muss noch der Gesang aufgenommen werden. Also instrumentalisch haben wir jetzt in den letzten Wochen zwei geschrieben. An zwei sind wir jetzt noch dran. Ja, dann wird der Gesang aufgenommen, gemixt, gemastert und ja, dann würde ich hoffen, dass die Platte fertig ist. We ride around the world, on our jetzt, ne? Ping. Sag mal, verfolgst du mich eigentlich? Ich glaube ja. Das dritte schon, Mal jetzt in zwei Wochen oder was? Ich glaube ja. Das dritte Mal in zwei Wochen. So viel haben wir uns vorher in Ewigkeiten nicht gesehen. Nee, aber ich finde eigentlich auch ganz gut. Aber ich habe gehört, du willst das Blackhead jetzt schon verlassen. Das finde ich nicht gut. Ja, ich habe jetzt gedacht, hier ist jetzt eine richtige Party und so. Und wir sind natürlich auch noch relativ früh da. Aber vielleicht trinke ich ja doch noch ein Bier und dann gucken wir gleich. Ja, trink mal ein Bier und der Jörg kommt gleich auch noch und die Jens und so und dann wird das dann gut. Meinst du, soll ich noch ein bisschen bleiben? Ja, solltest du, ja. Jetzt haben wir wieder ganz viel Bullshit geredet, aber wir müssen eine richtige Frage stellen. Was wäre denn mal eine richtige Frage? Lass mich mal überlegen. Wie alt weißt du? Alle Leute sagen immer Metal Family und alle haben sich lieb und so weiter und so fort. Wie nimmst du das in diesen Tagen wahr? Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass sie nicht immer alle lieb haben, aber ich glaube, dass wir einen richtig großen, guten Kreis jetzt hier haben im Ruhrgebiet und dass der Metal immer noch aus dem Ruhrgebiet kommt, der Rock und der Metal, und dass immer noch die ganze Region in ganz Deutschland ins Ruhrgebiet schaut. Ob sie alle lieb haben, das weiß ich nicht. Das ist immer so die Frage. Aber würdest du sagen, Ruhrpott ist schon Metal Rock City so? Also ja, auf jeden Fall. Ich merke das auch, weil wir sind echt viel unterwegs und wir spielen wirklich 40 bis 60 Mal im Jahr. Und es ist egal, wo ich hinkomme, irgendwie. Die Leute gucken aufs Ruhrgebiet, die wollen hier hin, die bewerben sich hier hin. Wird natürlich immer nicht immer alles genommen, weil Ruhrgebiet ist ja auch ein bisschen wählerisch. Aber ist auf jeden Fall Fakt, dass die Leute immer noch sehen, dass es wirklich Ruhrgebiet ist, immer noch der Kern der Rock- und der Metal-Musik. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Das ist einfach so. Ja, dann machen wir halt Number of the Beast und nochmal Ping, ne? Wie war heute bei Ihnen jetzt? Heute war relativ ruhig, war zu viel Sonne, waren sie alle im Garten oder so, hier draußen. Merkt man das eigentlich, die Sommermonate, dass da weniger Leute in den Plattenladen gehen? Bisschen schon, ja. Nicht sehr, aber bisschen schon. Gerade wenn es so merkst, dass wenn nochmal so ein Endspurt ist zum Beispiel, wenn sie alle denken, Sommer ist vorbei und plötzlich doch nicht,
dann sind sie alle plötzlich nochmal saufen im Garten. Ne? Oder wenn der Sommer gerade anfängt zum Beispiel. Wenn er das längere Zeit ist, dann legt sie das wieder, dann kommen sie auch wieder Platten kaufen. Der Ping, ne? So, ist ja ein bisschen später geworden. Jetzt wird es eigentlich mal voll hier, ne? Empty Tanker, da war nichts mit uns hier. Ping, ne? Wie war euer Gig im Junkyard? Ganz schön Junkie, würde ich mal sagen. Aber ich habe gehört, war da waren nicht so viele Leute dieses Mal. Ging. Also, ja. Also, was wollen wir denn erwarten? Wir kommen aus Kölde oder hier hin und... War doch gut was los. Ich fand's okay. Ja, aber jetzt habt ihr ja euer verdientes Feierabendbier, ne? Schön. Ach, herrlich. Im Black End, ja. Black End, ja, war ich noch nie. Ich bin sehr gespannt. Du warst noch nie im Black End? Nein. What? Warum? Wie, warum denn nicht? Also, ja, gut. Naja. Ja, der Jörg, der war schon im Black End. Warst du schon mal? Ich war schon mal im Black End. Ja, natürlich. Ich war sogar schon auf der Devil's Blood Release Party hier und da haben wir sogar was Schönes gewonnen. Das war lang her, ja. Du hast echt was auf der Devil's Blood Release Party gewonnen? Ja. Was hast du gewonnen? Ein Release. Das Yearbook, glaube ich, hieß das. Was? Das war so groß, aber da war nur eine CD drin. Geil. So raus wie eine 10-Inch, aber war im Endeffekt. Ja, freut man sich erst, packt man aus. Ja, das ist auch geil. Ja, das Black End kümmert sich natürlich immer um die AAA Guests. Und wenn ihr hier seht, hier ist der Kühlschrank. Hier ist sehr viel Bier und auch ein Bacardi drin, glaube ich. Wer trinkt denn Bacardi? Yes! Halt mal! Special Flasche, Alter! Aber ich glaube, hier, wir hatten ja heute das Konzert von Bullet. Ich glaube, die Schweden schrauben sich alles an Alk rein. Hauptsache ballert, ne? Aber da kann man ja noch mal Fragen stellen. Da muss man ja investigativ vorgehen und noch mal Fragen stellen. Du machst alles, ey. Aber es gibt schon genug Leute, die dich als Hure bezeichnen auf Videos. Deswegen tue ich das jetzt in diesem Fall nicht. Das weiß jeder selber zu Hause vor den Bildschirmen. Von den Volksempfängern. Ja, aber ist das ist schön. Das ist eigentlich wie Big Brother. Man kriegt einfach alles mit, weil der Mann einfach alles filmt aus seinem Leben. Also genauso. Ist das Leben des Gorministers. Ist das eigentlich positiv oder negativ? Also ich denke immer, das ist so ein Mittelding. Ja, das hängt davon ab. Für dich ist das bestimmt negativ. Für die anderen Leute ist das positiv. Ja. Also ich würde das nicht wollen. Gerade eine Show gespielt, für Bullet eröffnet. Großartig, vielen Dank Dortmund, Junkyard, super, super geil. Aber ihr kommt gar nicht aus Dortmund, ne? Wir sind nicht aus Dortmund, wir sind zum Teil aus dem Ruhrpott, ne? Also Essen, Bochum sind vertreten. Ja, und der Rest ist aus dem Rheinland. Rheinland? Das Rheinland, ja. FC Kölle. Genau, FC Köln und Karneval, das ist eigentlich unser Leben und wir haben uns jetzt entschieden, nebenbei ein bisschen Heavy Metal zu machen. Ja, ich liebe Black End, it's the best pub in the world. If you could choose a band you play with, dead or alive, which would it be? Oh, hard question. Choose. Nephilim. Kommst du vom Bullet Gig gerade? Ich komme gerade vom Bullet Gig, ja. Kannst du denn gut? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Bullet gar nicht geguckt. Ich war eigentlich... Max Cemetery, da. Und Max Cemetery war großartig. Eigentlich wie immer, wenn ich Max Cemetery gucke. Next Cemetery sind die nächsten, keine Ahnung, Maiden oder so. Da drüben haben dich Leute richtig gefeiert. Da drüben die Leute. Echt? Da muss ich da hingehen? Ja, was stehe ich denn hier rum? Ja. Vollkommen falsch. Ja, total falsch hier. Ja, Mann. Obwohl, Best Friends Forever. Guter Mann. Hier spielt die Musik. Hier spielt die Musik. Der Mann hört Kassetten. Ja. Er hört Kassetten. Tabling ist und. Ja. Aber er sieht so ein bisschen aus wie Brösel. Nein. Brösel? Ja. Von Werner oder was? Ja. Werner, echt Brösel? Ja, nee, aber die haben das sehr lange. So eine Mischung aus Brösel und Peter Bursch oder so. Zuf sie getan. Peter Bursch. Aber. Hast du mal Peter Bursch?
Natürlich. Hast du bei Peter Busch Gitarre gelernt? Ja, natürlich. Jeder. Wer hat denn nicht bei Peter Busch Gitarre gelernt? Ich kenne keinen. Der hat den in der Volkshochschule. Nee, aber die da drüben haben gesagt, irgendwie, ich habe gefragt, ihr kommt vom Bullet Gig, habt ihr das gefeiert? Und die meinen so, nee, wir waren wegen Next Cemetery da. Mhm. Ja, ja, genau. Das ich kenne die gar nicht. Da. Aber super, ich freue mich total. Next Cemetery. Ja, also, egal in welche Stadt wir kommen, haben wir haben da so eine Base. Morgen. Die sind mir völlig unbekannt. Die Morgen anrufen. Ist kaputt. Ja, und dann haben wir hier, und wenn wir in eine Stadt kommen, dann gibt es Tote auf der Sandfläche. Ja, hier, so, da war's. Ja, da war's. Ja. Da war's. Weißbier bestellt. Ja, da habe ich ja wieder super Bier gezapft. Wenn man das einmal selber macht, dann geht's in die Hose, Leute. Dann geht's in die Hose. Aber ist ja heute dann doch nochmal was passiert hier. Mal durch die Nacht mit eurem Lieblingsarschloch. Ping, ne? Es ist 2:30 im Black End, wir machen nochmal Ping, ne? Auf dem Klo, ihr Fotzen. Wie finden Sie den Abend bis jetzt hier so schön? Ich bin sehr zufrieden, also wie man auch sehen kann und so mit dieser Klorolle in der Hand. Alles gut gelaufen. Ich kann einfach kein Bier zapfen, aber das ist mir auch jetzt scheißegal, weil wir machen Ping nochmal, ein letztes Ping und dann glaube ich jetzt zum Schmierenberg hier Ping, ne? Kerl! Kerl! Das war's. Haben wir doch noch ein paar Stargäste vor die Kamera gezerrt. Hier von Next Cemetery und Bullet und den ganzen Leuten, und ihr könnt euch nicht vorstellen, ja, wie die Stimmung war, weil das kann man immer schlecht auf Kamera festhalten, aber ihr seht das hier jetzt ungefähr, während ich spreche, wie die Leute abgegangen sind. Das finde ich sehr, 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 sehr nice. Leute, die in gestandenen Bands spielen, die auch nochmal Fans sein können, das finde ich toll. Das ist eine schöne Sache. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Und naja, da kann ja noch was kommen. Ne? Man weiß ja immer nicht, was bei Durch die Nacht passiert. Das ist ungefähr genauso wie meine Playlist. Da weiß man auch nicht, was passiert. Da kann ein Knüppel kommen und als nächstes Tenacious D. Schön schmierigen Burger bei McDonald's ist, ne? Weil ihr wisst ja, wenn man keinen schmierigen McDonald's Burger isst oder Burger King, noch besser, dann gibt es bösen Kater am Morgen. Ne? Und jetzt werde ich nochmal essen. Ne? Tschö. Tja, Fotzibärchens, nach dem schmierigen Burger sitze ich jetzt zurück nach Hause in der Bahn. Und ich weiß gar nicht, welche Punkband das mal so passend oder treffend auf den Punkt gebracht hatte. Aber die sagten auf jeden Fall, morgens mit der S-Bahn fährt, weiß, warum wir alle aussterben werden. Ja, genau das erlebe ich jetzt gerade mit dieser... Kann man das noch Musik bezeichnen? Keine Ahnung, Töne? Ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal. Das ist, ihr hört es hier im Hintergrund. Das sind einfach Leute, die sich hinsetzen und dann einfach sowas abspielen und das ernsthaft als, ja, Musik bezeichnen. Dann hört ja alles auf eigentlich, ne? In diesem Sinne hören wir jetzt auch auf und ich sag mal abschalten, ne? Zu viel Internet ist ungesund, sag ich immer wieder. Abschalten. Abschalten.